Finden und legst. Type up die für Mike. Ja, Mons und zum Anmike von Papti. Kann man sich nur Papti nennen, ist ja fürchterlich. Moin Moin, schönen Freitag zusammen, Grüße vom Glas Fanfan, die auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Morgen. Guten Morgen an Klaas. Und Bafti, sage ich auch immer von Mike. Ich verstehe das gar nicht, wer redet denn so? Thorsten auch wieder fleißig. Thorsten ist immer fleißig. Ja, ich bin fleißig. Die Anja ist nicht da, die kann nicht fleißig sein. Die hat heute Morgen fleißiges Einkaufen und so. Na wenigstens einer, ja, da hast du recht mit. Alles gut bei euch alle hier drauf. Bei uns ist alles soweit in Ordnung. Ich hoffe bei dir auch. Bei Basti vom Nils. Ich brauche nicht fleißig zu sein. Ich bin das Opi. Das steht schon für Fleiß. Morgen an Norwegen vom Basti. Anders als Basti, der steht immer nur rum. Was soll denn das? Opi aus? Hallo? Ich habe nur gesagt, dass mein Name für Fleiß steht. Ich habe nicht gar nichts Böses gesagt. Hallo? Was? An Mike. Basti knuddeln, was soll denn das? Genau, knuddelt mal in den Basti. Dankeschön in Norwegen. Bremst der einfach. Opi! Ja! Du hast zumindest aufgepasst, du bist nicht reingefahren. Ja, Bafti, ich sag nur die Wahrheit. Du könntest hätte mal ruhig ein bisschen in Geschenkpapier einpacken, ne? Oder so durch die Blume erzählen. Naja, lol. Ihr seht, dann kommen irgendwann liegt der LKW wieder unten im Graben drin. Wieso? Weil ich weiß, wer am Lenkrad ist. Opi. Ja, bitte. Wie war das gerade? Ich sage nur die Wahrheit. Er ist stets bemüht, aber auch leicht abzulenken. Wer? Basti. Ach so.
Ja, der weiß halt, wie es geht. Gar nicht, bin immer fleißig. Richtig, Basti, du bist immer fleißig. Beim Basti kann man, wenn, dann überhaupt nur von Sekundenschlaf rechnen. Eine Sekunde, noch eine Sekunde, noch eine Sekunde und noch eine Sekunde. Habe ich das jetzt laut gesagt? Thorsten, du bist doch immer fleißig. Thorsten ist immer fleißig. Und Basti weiß bloß LS22 Standbild? Nein, seid doch mal lieb zum Basti. Ich weiß, das fällt euch schwer, aber man kann es doch mal versuchen. Opi, 7 Stück sind's. Ja, lass es liegen. Du kannst dann anfangen, die Ballen zu verkaufen. Guckst du bitte? Nee, kann auch ich gucken. Erst gucken. Erst gucken. Silage. Weißt du, ob da oben noch Kleesilage ist? Kleesilage ist noch nicht fertig, ne? Nein. Das sind die blauen. Die sind noch nicht fertig. Du kannst die komplette Silage verkaufen. Okay. Und Basti wird von Norwegen aufgefressen. Gut, dann fahre ich wieder zum Güterbahnhof. Ja. Ich muss erstmal den Anhänger hier wieder wegkriegen. Ob dir was zu essen vom Norwegen an den Norwegen. Gut, ich fange mit Gelb wieder an. Naja, wie gesagt, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, am Sonntag ist der Hosenscheißer hier. Also weiß ich nicht, wann ich streame oder ob ich Sonntag überhaupt streame. Darf die hier dann Futter? Melonen? Das hier dürfte die Fischi-Fabrik sein. Oder war die eine weiter? Ich muss echt nachgucken, ich weiß es nicht. Nein, eine weiter. Ja, das glaube ich nämlich auch. Alpro Fisch. Ich bin mir zum 1. Mai, dass ich nach Pief war. So zu Hause angekommen? Jawohl!
PB von Basti an Anja. Dankeschön an Mike. Anja, knuddeln. Die ist noch nicht ganz da, da wird die schon geknuddelt. Der kann hier stehen bleiben. Dann kann ich auch anfangen. Hab ich mich erschreckt. Hallo, hat ein Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Follower. Wo ist mein Träger? Da. Und hallo, heute als erstes Mal schicken ganz viele Herzchen raus. Nein, Knuddels. Sorry, danke. Danke für die Kanudels. Ja. Ich hoffe, dass nicht die Mama jetzt die Füße stillhält, weil mein Kreislauf ist soweit wieder da. Die blauen waren nicht fertig, alle anderen waren fertig, ne? Du hattest geguckt. Ja. Wollte ich nur noch mal bestätigt haben. Hattest du so gesagt? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Was habe ich verpasst? Eine 20er Bombe und eine 10.000er Bombe. Ach, du nimmst die silbernen? Jo. Okay. Hauptsache weg mit dem Zeug. Nicht die Mama hat mich ein wenig durch den Fleischwolf gedreht. Ja, Obi, ja? Hast du einen unter Kontrolle, kommt der nächste. Aber bei nicht die Mama weiß ich ganz genau, dass ich den nie unter Kontrolle kriege. Der schreibt zwar immer lieb und schön, ne? Dabei ist er frech wie Rotz. Aber der ist zum Glück gerade mit seiner Tochter beschäftigt. Der kann nicht antworten. So, dann haben wir jetzt gleich 2 Stunden voll. Dann machen wir noch schnucklige 30 Minuten. Und dann sehen wir zu, dass wir heute Abend vielleicht noch eine Runde machen. Was denn jetzt, Anja? Warum verzweifelst du?